Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Legend of Zelda Twilight Princess HD. In der letzten Folge haben wir dem Wald den Rücken gekehrt, den Wald von Firone und den Waldschrein ebenfalls beendet. Und heute müssten wir uns so ein bisschen Richtung Osten begeben, wurde uns gesagt. Das ist erstmal der erste Gegner hier, ein kleiner Bockblind. Der hat nichts auszurichten gegen uns. Zwei Hiebe von unserem Schwert und das war's. Ja, ansonsten, wir sind jetzt hier quasi in der Ebene von Hyrule. Und tja, sonst kann ich euch nichts dazu sagen, ne? So viel wissen wir ja noch nicht. Wir sollen Richtung Osten gehen. Osten ist bekanntlich auf der Karte rechts. Und ja, machen wir das mal. Da oben sieht es auch sehr dunkel aus. Ne? Man sieht schon so ein bisschen die Schatten, die Dunkelheitsschwaden. Dunkelheitsschwaden, tolles Wort. Was ist denn das für einer? Der Postbote natürlich. Da vorne ist eine schwarze Wand, da geht's nicht weiter. Dabei muss ich doch einen Brief zustellen. Und was jetzt? Wer bin ich? Wer ich bin? Ich bin der wandernde Postbote. Stets unterwegs mit wichtigen Briefen. So nennt man mich auch einfach den Briefträger. Aber was rede ich nur von mir selbst? Dabei habe ich ja doch einen Brief für dich. Lies ihn, wenn du mal Zeit hast. Wenn du einen Brief lesen willst, öffne ihn mit Hilfe von Steuerkreuz unten. Ausrüstungsmenü, Briefe, bla bla bla. So kannst du die Briefe, die du erhalten hast, jederzeit lesen. Also, das wäre erledigt. Und ab die Post. Ja, okay. Ja, ich würde mal ganz kurz reinschauen. Wenigstens mal gucken, was hier so steht. Die Zustellung von Briefen über den Briefträger. Jeder freut sich über Post und ich bringe sie zum Empfänger. Zu diesem Zweck laufe ich bei jedem Wetter durch die Ebene von Hyrule. Also lauf nicht weg, wenn du mich siehst. Es freut sich nicht jeder über Briefe. Meistens sind Briefe Rechnungen und das will keine Sau haben. Oder? Ist es bei euch anders? Schreibt es doch mal in die Kommentare. So, da ist der nächste Gegner. Den machen wir aber auch ganz... Wie halten die denn so wenig aus? Zwei Schläge. Was macht denn der da eigentlich? Nicht getroffen, verdammt. Komm schon, bleib stehen. Ach du Scheiße, schieße ich schlecht. Komm schon, Baby. Dich will ich. Ach, leck mich doch. Ich brauch das Teil nicht. So, wir gehen jetzt weiter Richtung Osten, wie es eigentlich geplant war. Ich lass mich jetzt nicht mehr von diesen kleinen Käfern da ablenken. Wenn man die überhaupt Käfer nennen kann. Das sind ja irgendwie... Keine Ahnung, was das ist. Die sehen auf jeden Fall merkwürdig aus. Na gut. Da ist die schwarze Wand. Genau. Da müssen wir jetzt rein. Wohl oder übel. Midna wird uns das noch sagen. Was denn? Das war ja ganz nah. Erinnerst du dich? Weißt du, was du vor dir hast? Wenn du da reingehst, bedingt wieder eine lange, lange Reise in Wolfsgestalt. Zum Menschen wirst du erst wieder, wenn du das Licht nach Eldin zurückgebracht hast. Also, gehen wir rein in das Gebiet, das der Lichtgeist Eldin beschützen sollte? Ja, habe ich eine Wahl. Keine Ahnung. Ich muss das mal mein Rollo runter machen. Hier ist gerade so dunkel. Ich bin mal ganz kurz am Rollo. Hier ist es so hell draußen, Mensch. So, sorry für die kleine Wartezeit. Also, was ist? Soll ich dich jetzt in die Schatten mitnehmen? Ja, natürlich. Ja, ich musste meinen Roller runtermachen. Die Sonne, die scheint gerade so hell auf meinen Fernseher, dass ich gar nichts mehr gesehen habe. Ah! Oh Mann. Da war er wieder weg. Ich bin gar kein Wolf. Woo! Alles prima. Hat es doch super funktioniert. Oh. So wie dazu. Hallo Midna. Willkommen zurück. Sehr schön, sehr schön. Brav. Von hier aus wirst du wieder fein gehorchen. Gehorchen, ja? Und sieh dir nur diese Pracht an. Sind die schwarzen Wolken heute nicht wieder wunderschön? Irgendwie fühle ich mich auf dieser Seite wirklich wohler. Und dein Pelz steht ja auch viel besser als der altmodische Plunder, den du sonst so trägst. Genug geplaudert. Sollen wir gehen? Okay. Dann gehen wir mal. Ja, wir sind wieder in der Welt der Schatten gelandet. Im Bereich Eldin. Des Lichtgeistes Eldin. Und ja, hier ist jetzt nicht wirklich so viel. Oh, ein Holzschwert. So viel zu sehen. Ne? Also so finster ist es jetzt auch nicht hier, aber ihr seht schon. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Langsam schnüffeln. Ja, das Holzschwert, was wir einst bekommen haben. Die sehen aber teilweise doof aus, oder, die Kinder? Mann, Mann, Mann. Geruch der Kinder gewittert. Als Tier durch die Welt zu gehen, ist doch viel praktischer, oder? Schärfe dein Gespür. Erst als Tier entdeckst du deine wahren Fähigkeiten.
So, Gespür. Wie war das? Ja. Oh, da haben wir quasi eine Spur mit dem Gespür. Eine Gespur. Wuhu, wow. Hey. Da kommen aber wieder ein paar Gegner, wie es aussieht. Was ist denn hier oben? Moment mal. Ich sollte vielleicht mal nicht ganz so blind durch die Gegend laufen. Sonst verpasse ich wieder eins von diesen Steinen da. Einen von diesen Steinen. Das passiert mir nämlich gern mal. Ne, ist keiner, oder? Da oben? Ich schaue mich nur ein bisschen um. Ich möchte hier nichts verpassen. Es gibt nämlich, also wenn man jetzt in Wolfgestalt ist, ich habe euch das damals bei dem Kampf, also bei der Trainingssession mit dem okkulten Kämpfer da, habe ich euch erklärt, dass man diese komischen Windschreine finden muss. Ich nenne es mal Windschreine, keine Ahnung, wie wirklich so heißen. Und ich verpasse die gerne mal. Deswegen muss ich mich da auch mal ein bisschen drauf konzentrieren, dass das gut funktioniert. 1, 2, 3, 4, 5. Das muss ich gleich mal drücken, ich habe ganz vergessen, wie das funktioniert. Mit irgendeiner Taste kann ich dieses, war das B? Ah ja, okay. Und geschafft, okay. Ja, ich habe jetzt ein paar Tage wieder nicht aufgenommen, so wie es eigentlich immer ist. Ich nehme immer nur 2-3 Mal die Woche auf und... Oder manchmal auch bis einmal die Woche sogar. Und da hatte ich doch glatt vergessen, wie es funktioniert. Und hier kommen wir nicht drüber. Na super. Das ist ja seltsam. Ist ja gar keine Brücke da. Ist das das Werk von diesen Typen von vorhin? Verflixt. Wie haben die das nur angestellt? Kann man wohl nichts machen. Dann müssen wir eben eine andere suchen. Zeig doch mal die Karte. Okay. Du weißt ja, dass der gelbe Pfeil unsere aktuelle Position anzeigt. Und siehst du auch diese Portale? Das sind die Tore, die sich geöffnet haben, als du das Wesen der Finsternis getötet hast. Bei uns nennt man sie Portale. Merkt ihr das besser? Übrigens, der Wald von eben ist hier, siehst du? Also, wohin? Mit meiner Kraft bringe ich dich zu jedem Portal deiner Wahl. Ja, dann, ja, toll, dann ist es ja wohl die hier, glaube ich. Firolewald. Jo. Ja, wir werden gleich sehen, warum wir jetzt da zurückporten müssen. Ich weiß nicht, wer aufgepasst hat am Anfang. Wir haben mal eine Brücke an einer Wand gesehen. Und ja, wir sind hier richtig, genau. Hier hängt diese Brücke, hier liegt diese Brücke. Hier steht diese Brücke. Keine Ahnung, wie sagt man das bei einer Brücke, die nicht so ist, wie sie sein soll? Unglaublich, oder? Normalerweise kommt man aus den Schatten nicht so einfach wieder raus. Du solltest mir also dankbar sein. Na los, deine Aufgabe besteht darin, eine Brücke zu finden. Sieh dich also gründlich um. Ja, wirklich schwer zu finden. Oh, passt doch wie die Faust aufs Auge, oder? Und, sollen wir versuchen, sie zu transportieren? Ja, na klar. Das machen wir doch. Na genau, wenn du immer so brav wärst. So, und das Ganze jetzt hier hoch in das Eldin-Gebiet. Kakariko-Tal nennt sich das Ganze. Was es damit auf sich hat, Kakariko ist ja eine sehr bekannte Stadt aus dem Zelda-Universum. In fast jedem Zelda-Spiel gibt es irgendwie Kakariko. Warum auch immer. Aber für mich gibt es nur ein wahres Kakariko und das ist in Ocarina of Time. Das wahre Kakariko mit Impa und den ganzen anderen Gestalten. So. Ja. Was ist jetzt? Wie lange dauert es denn noch? Ah, da sind wir wieder in der Schattenwelt. Ich finde es irgendwie trotzdem cool gemacht. Das sieht jetzt zwar sehr düster aus, aber auch nicht so übertrieben niederschmetternd, oder? So drückend ist es nicht. Das ist halt so ein, glaube ich, ein interessantes Düsternis. Eine interessante Düsternis, so würde ich sagen. Okay, damit hätten wir schon mal die Brücke. Sehr schön. Und wir sind auch wieder da mit Midna. Ja, wir sind weiter auf der Suche. Siehst du, wusste ich's doch. Und? Die Macht der Schatten ist schon beeindruckend, oder? Wenn du mal wieder dieser Macht bedarfst, ruf mich einfach. Hilft bestimmt auch bei der Suche nach den Schattenkristallen. Also los, vorwärts. So. Hopp. Hopp. Cool, da kann auch die Sprungattacke. Sprung. Sehr schön. So, ich bin immer noch nicht ganz sicher, ob ich jetzt wieder so einen blöden Schrein übersehen habe. Aber ich kann mein Gespür mal schärfen. Also da müssen wir lang. Was ist denn hier? Hier war doch was. Fühlen mit Y. Na komm. Ach, ein Rubin. Toll. Na gut. Dann machen wir mal hier diese Gesellen platt. Fangstoß. Mach schon. Ach. Dämlicher Wolf. So. Da ist noch einer. Geht das jetzt? Nee, geht nicht. Ich dachte, als Wolf kann man das auch machen, den Fangstoß. Komisch. Na gut. Dann gehen wir mal weiter und ein bisschen hier in die Richtung. Ja, das ist die richtige Spur. Sehr schön. So, und jetzt? Wir müssen uns wieder durchbuddeln, wie es aussieht. Wow, ein fettes Tor versperrt den Weg.
Bogenschützen. Hey! Was machen die denn da? Extra so ein riesiges Tor in die Landschaft zu stellen? Ich glaube, die bewachen da irgendwas. Meinst du nicht, dass da etwas ganz gewaltig stinkt? So, klettern wir hier durch und werden uns erstmal mit diesen beiden Kollegen hier befassen. Können wir gleich so machen. Geht bei denen nämlich auch. Geht nicht nur bei den großen Monstern, sondern bei allen Gegnern oder bei nahezu allen. Ich weiß nicht, was bei Bossen oder Zwischenbossen ist, da wahrscheinlich eher nicht. So, wir sind jetzt im... Ja, sollte ich schon sagen? Nee, wir warten noch den Moment. Aber es liegt ja auf der Hand. Wir sind in Kakariko angekommen. Ja. Auch hier ist es sehr, sehr düster. Ist ja klar, ne? Wir sind im Reich der Schatten. Alles andere wäre merkwürdig, wenn es hier nicht düster wäre. So, hier sind wieder von den schwarzen Gestalten ein paar. Sind es gleich mehrere? Sind es drei? Ja, ne? Was ist mit dir da? Kommst du auch mit? Na komm, wir müssen ein bisschen zusammen... Du blödes Teil. Stirb doch einfach. So, dann mach ich das halt wieder so, dass ich den einen alleine mache und die beiden dann zusammen. Die zusammenlocken, das ist immer ein bisschen unschön. So, und erledigt. Das ist wirklich einfach, oder? Gar kein Problem. Und da ist ein neues Portal am Himmel erschienen. Und hier scheint eine Quelle des Lichtgeistes zu sein. Held, der du in den Schatten als Tier mit klarem Blick die Finsternis durchstreifst. Komm, komm hierher. Komm hierher. Ich hab nix. Oh je. So. Reden wir mal mit dem. Ich bin ein Lichtgeist. Von den Göttinnen auserwählter Held. Suche mein Licht. Das Licht, das die Wesen der Finsternis mir raubten. Füll es hier hinein. Du erhältst den Titel des Lichts. Sammle in ihm den Strahlentau, der das Licht zurück in die Welt bringt. Die Schatten werden vertrieben, sobald der Titel vollständig mit Strahlentau gefüllt ist. Ja, das haben wir alles schon mal. Okay. Achte auf Schattenkäfer. Sie sind eine Form des Bösen und hängen an den zerstreuten Tropfen meines Lichts. In den Schatten ist die Gestalt der Schattenkäfer, ebenso wie der Menschen, unsichtbar. Mit meiner verbleibenden Kraft zeige ich dir, wo die Schattenkäfer mit meinem Licht sich aufhalten. Sei auf der Hut. Die Wesen der Finsternis sind hinter dir her. Okay. Da müssen wir wieder Strahlentau sammeln. Und zwar 12 Tropfen dieses Mal. Ich glaube, letztes Mal waren das mehr, oder? Naja, bekommen wir schon hin. Wir müssten sowieso unser Gespür ein bisschen schärfen. Also vielleicht in dem Häuschen hier drin. Na, hier ist auf jeden Fall... Also man sieht es ja auf der Karte unten links, ne? Das solltet ihr auch sehen. Da ist ein weißer Punkt. Aber irgendwie... Erstens mal sind hier sehr wenige weiße Punkte. Und zweitens mal weiß ich noch nicht so recht, wie ich da rankommen soll. Wir gehen mal hier hoch. Hopp, hoch mit dir. Ja. Hoppala. Falsche Taste. Hops. Wow. Das war ein Versehen. Ich habe schon gedacht, dass ich irgendwie reinkomme, aber ich wusste nicht mehr wie. Und da plupp, bin ich durchgefallen. Nicht durch die Prüfung oder irgendwas in der Art. Wo sind denn diese blöden Käfer jetzt? Ah, hier. Ey. Achso, das muss ich wegschieben, oder was? Na, komm schon. Weg mit dir. Und da kommt ein Käfer. Den haben wir. Den ersten hätten wir damit eingesackt. Können wir hier noch irgendwo hoch? Müssen wir hier noch irgendwo hoch? Ah, okay. Sieht aber nicht so aus, oder? Wie kommen wir denn hier wieder raus? Hallo? Ah, Midna macht's weiter. Wenn du alles erledigt hast, sollten wir von hier verschwinden. Okay, und da sind wir wieder draußen. Sehr schön. Damit hätten wir schon den ersten Tropfen eingesammelt. Ja, das wird wieder ein kleines bisschen... Ich will nicht sagen lästig, das wäre vielleicht unpassend, aber... Ein bisschen, naja, nervig. Vielleicht, ne? So. Ja, das ist... Ich mag das Spiel ja sehr, hier. Dieses, wunderbare Zelda, Twilight Princess. Aber ich fand es immer lästig, mit dem Wolf diesen Strahlentau zu sammeln. Ich weiß auch nicht so recht, warum. So schlimm ist das eigentlich nicht. Das ist eigentlich ganz cool gemacht, aber... Naja. Okay, jetzt sind wir hier im... Was ist denn das? Feuergefahr. Lampen strengstens verboten. Eigentlich sind wir ein Wolf und haben keine Lampe. So. War ja gerade was? Ah, hier sind nochmal Schilder. Feuergefahr. Ja, Lampen verboten. Das wissen wir schon. Ui, da wäre der Schrank fast auf uns draufgefallen. Bäm.
zerfetzt. War das das Einzige, was... Ja, hier war wieder nur eins drin. Na gut, okay. Irgendwie leicht. Hey! So, wo müssen wir denn jetzt hin? Ja, wundert euch nicht, wenn ich hier ein bisschen planlos durch die Kante irre und jetzt nicht unbedingt gerade die richtige Reihenfolge oder wie auch immer man das nennen möchte, hier mache. Oh, hier muss ich rein, wie es aussieht. Was ist denn das hier? Ja, also ich suche mir die Lichtkügelchen so, wie ich sie halt zufällig finde und dann wird das schon passen. Hier sind wahrscheinlich... Ah, die sind hier im Kamin drin. Okay, dagegen laufen bringt nichts, das kann ich euch schon mal sagen. Hier brennt aber ein Feuer und mit dem Stock hier können wir das anbrennen. Oh, shit. Verdammt, was soll denn das? Ich habe echt keine Lust, hier mit ihr zusammen vor die Hunde zu gehen. Ich bin raus. Okay. Ich muss hier wieder raus, aber schnell. Das nehme ich mal mit. Komm schon raus da. Das war wohl das Lager des Sprengstoffmeisters in dieser Stadt. Und ja, da sollte man vielleicht nicht einfach irgendwas anzünden. Schon gar nicht diese Käfer da. Das sieht nicht gut aus. Das war's für das Sprengstofflager. Baboom! Okay. Da waren gleich drei Käferchen drin. Die haben wir durch die Explosion natürlich direkt mit erledigt und können so schnell in den Strahlentau. Super. Pah, kannst du bei der Suche nicht etwas besser aufpassen? Für diesen Strahlentau hat ein Haus in die Luft gehen müssen. Den solltest du besonders zu schätzen wissen. Okay. Ist doch nicht so wild, meine Güte. Midna, sei doch nicht so kleinlich. Wo gehobelt wird, da fallen auch Späne. Ja. Genau so. So, ich weiß, wie gesagt, nicht so recht, wo ich hin muss. Auf der Karte sind noch ungefähr zwei Punkte eingezeichnet. Ja, ja, lasst mich in Ruhe, ihr kleinen Flederer. Flederflatterer. Oder wie auch immer ihr euch nennen wollt. Ich habe kein Interesse. So, was ist denn hier noch? Also ich kann mich noch daran erinnern, dass ich beim ersten Mal, als ich das gespielt habe, richtige Schwierigkeiten hatte, diesen Strahlentau zu finden. Mir hat irgendwie einer gefehlt hier in dieser Stadt und ich habe ihn nicht gefunden. Naja, wir sind auf jeden Fall schon mal auf einem guten Wege. Aber hier ist auch nichts, oder? Hier ist doch gar nichts drin, warum sollte ich eigentlich hier rein? Komisch. Na gut, wir gehen wieder raus. Hier sind keine Käferchen, das bringt uns gar nichts. Wir müssten wohl mal noch auf die andere Seite der Stadt, also auf die andere Seite der Straße trifft es dann wohl eher. Hier gibt es wohl scheinbar nichts mehr. Ich würde das einfach mal sagen. Geronimo! Bam. Einfach eine Landung ohne irgendwelche Probleme. War ja nichts, ne? So, wo muss ich denn jetzt hin? Ich bin nicht ganz sicher, wie gesagt. Aber wir finden das schon alles. Hier rechts müsste noch was sein. Da müssen wir aber von oben ran irgendwie. Bin ich denn hier richtig? Ich bin verwirrt. Was ist denn das hier für eine Bude? In dem Haus müsste noch was sein. Ach genau, da können wir mit nach reinspringen, sowas. Sieh mal an. Ich glaube, hier kann man hochklettern. Oh, Moment. Lass mal diesen Vogel da töten. Du blödes Vieh. Verpiss dich, Vogel. Ein Vogel. So. Und hoch da. Sehr schön, Midna. Vielen Dank für deine Hilfe. Und ich würde wieder reinfallen, oder? Ja, genau. War ja klar. Okay. Das war vielleicht keine gute Idee, jetzt hier reinzugehen, so kurz vor Ende der Folge. Aber wir haben noch ein paar Minuten. Also, schärfen wir mal unser Gespür. Und hier sehen wir altbekannte Gesichter. Verdammt, wo verstecken sich diese Biester nur? Ich wette, die sitzen da draußen und warten nur auf ihre Beute. Sei ganz ruhig. Solange wir hier sind, wird uns nichts geschehen. Ob die da draußen das auch wissen? Nicht mal meine Bomben konnten den Biestern da draußen etwas anhaben. Wie lange werden uns da wohl diese Mauern beschützen? Wenn die uns angreifen, sind wir erledigt. Die Alte aus dem Krämerladen, eins von diesen Dingern, hat sie angegriffen. Und als die Leute kamen, um ihr zu helfen, war die Alte nicht mehr da. Stattdessen waren da plötzlich zwei von diesen Monstern. Das heißt, wenn die uns angreifen, werden auch wir. Bones! Burns! Verdammt, falscher Name. Burns! Mann, mach den Kindern nicht so eine Angst, du Depp. Jedenfalls sind wir hier auch nicht sicher. Gibt es nicht irgendwo ein besseres Versteck?
Unter dem Heiligtum befinden sich die Katakomben. Was? Das sagst du erst jetzt, dass es hier Katakomben gibt? Und wie kommt man da rein? Der Zugang öffnet sich, sobald sämtliche Kandelaber in diesem Raum entzündet werden. Nein, tu es nicht. Nein, tu es nicht. Als ich... Ach, das ist jetzt die Kleine hier. Als ich in den Katakomben nachgesehen habe, waren dort diese gleichen Insekten wie draußen. Ach, nägel doch hier nicht so rum. Mein doch nicht. Alles wird gut. Mein doch nicht. Ah, das war die Stimme, ne? Mein doch nicht. Link wird uns ganz sicher kommen und uns retten. Das spüre ich irgendwie. So, ja, damit haben wir dann wohl eine kleine Cutscene offenbart. Die glauben daran, du kommst, dass du kommen und ihnen helfen wirst. Was für brave Kinder. Du Armer, stehst direkt vor ihnen und die merken es nicht mal. Nur durch die Kraft des Auserwählten kannst du in diesem Schatten sein, ohne ein Geist oder gar ein Wesen der Finsternis zu werden. Niemand weiß, was du getan hast. Dir wird nichts anderes übrig bleiben, als einsam weiterzukämpfen. Wenn du auf irgendwen sauer bist, dann aber bitte nur auf Prinzessin Zelda. Sie hat dir schließlich diese Sache eingebrockt. Übrigens, wenn du die Kandelaber anzündest, kommst du in die Katakomben. Keine Ahnung, wozu dieser Mechanismus gut sein soll. Also, wie soll es nun weitergehen? Einsamer Held. Okay, ja, weitergehen. Heute geht's erstmal nicht weiter, denn das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, empfehlt mich weiter, kommentiert die Videos und abonniert meinen Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!